die Regierung bedauert, konsequent durchsetzen zu müssen, was sie als ihr Recht und ihre Pflicht ansieht, um in der gegenwärtigen Krise mit allen Mitteln die Bevölkerung zu schützen. Blind von einem Moment auf den anderen. Was wie ein Albtraum zu sein scheint, wird plötzlich grausame Wirklichkeit. Wie eine Epidemie greift in einer Stadt die Blindheit um sich. Die Staatsgewalt handelt brutal und sperrt die Infizierten in einem Isolationslager ein. Hier treffen sich Leute wie du und ich, ein Arzt und seine Frau, ein Taxifahrer, ein Polizist, ein kleiner Junge, ein Zimmermädchen, jeder mit einer Vorgeschichte. Und es werden immer mehr Menschen. Unter den Blinden ist eine einzige Sehende, die Frau des Augenarztes, die von der Krankheit verschont ist und bei ihrem erblindeten Mann bleiben will. Zusammengepfercht und alleingelassen mit ihren Ängsten bilden die Blinden eine Gesellschaft, aus der schließlich im Kampf ums nackte Überleben eine Tyrannei wird. An deren Ende begeht die Frau des Augenarztes den erlösenden Tyrannenmord. Der Komponist Anno Schreyer hat als Stoff für seine Oper den Roman »Die Stadt der Blinden« des portugiesischen Literaturnobelpreisträgers José Saramago gewählt und ihn gemeinsam mit der Librettistin Kerstin Maria Pöhler zu einem fünfaktigen Musiktheaterwerk umgearbeitet. Für die extremen Gefühlszustände seiner Figuren findet Anno Schreyer immer wieder schrille und drastische Klänge. Schreyers Musiksprache ist dabei ganz eigenständig, gleichzeitig aber in der musikalischen Tradition eines Wagner, Mahler, Bartok oder Britten verwurzelt. Ich habe, als ich den Roman gelesen habe, fand ich das spannend, dass das eben eigentlich von der Geschichte her so eine Art klassisches Drama ist. Zum Beispiel die Frage, ob man jemanden umbringen darf, der andere unterdrückt und so. Ja, das ist ja, das passiert ja dort. Also die Frau des Augenarztes, die bringt ja jemanden um, der so eine Art Terrorherrschaft aufgebaut hat, und sie kommt dann eben hinterher nicht damit zurecht, dass sie jemanden umgebracht hat. Was ich aber an dem Stoff besonders spannend fand, ist, dass er eben in der heutigen Zeit spielt. Also man sieht auf der Bühne im Grunde Personen wie du und ich. Ja, das sind ganz normale Personen eigentlich, die nur durch diese Extremsituation, in die sie da geraten sind, eben so reagieren und so sich verhalten müssen, dass sie zu theatralischen Personen werden. Das ist dann eben der Grund dafür, was mir dazu dann Klänge einfallen, ja? Also, weil die Situationen so extrem sind und so extrem emotional sind, dass ich mir das sozusagen als Klangobjekte dann vorstellen kann, und die schreibe ich dann hin, und wenn das dann aufgeführt wird, dann entstehen sozusagen theatralische Situationen. Thank you.
habe das so gesehen, dass das einerseits natürlich sind die tatsächlich blind sozusagen. Also das ist ja, ansonsten würde ja diese ganze Situation nicht so funktionieren. Also die sind schon in einer Ausnahmesituation. Das heißt, die Blindheit führt dazu, dass die Menschen eben komplett aufeinander angewiesen sind. Und dass infolgedessen sozusagen die Zivilisation halt ausgeschaltet wird. Also, und dadurch entsteht eben diese Extremsituation, dass eben die Verhaltensweisen von denen so extrem ausgerichtet sind. Es sind ja zwei Dinge, die in diesem Werk wesentlich sind. Es ist zum einen dieser Urstoff von Saramago, es ist die Komposition dann, die dazugekommen ist, und das dritte vielleicht ist, dass es eine Welt reflektiert, die äußerste Schwierigkeiten mit sich selber hat. Das Schöne ist, dass im Werk sowohl von Saramago als auch von Schreier die Dimension der Fatalität enorm stark vorhanden ist, aber dass es immer noch dieses Gegenlicht der Barmherzigkeit gibt, dass es gibt immer noch irgendwo so eine gewisse Hoffnung oder so einen Ausstieg oder irgendein eben ein Licht, das noch brennt und uns auch noch so etwas wie einen Hoffnungsschimmer lässt. Das Sehen insgesamt, genauso wie das Blindsein insgesamt, reflektiert als eine Beschränkung beziehungsweise auch als eine Möglichkeit. Es ist ja so, wir denken, der Blinde ist beschränkt, aber in der Beschränkung ist wieder eine Möglichkeit. Genauso umgekehrt ist derjenige, der sieht, denkt, er hätte den Überblick, dabei hat er gar nicht den Überblick und erkennt möglicherweise gar nicht, was er sieht. Das Schöne ist ja, dass das Stück selbst, also Saramago und auch im Libretto ist das ja eigentlich gesagt, es wird immer von diesem starren Blick gesprochen. Und dieser starre Blick war für mich der Schlüssel zu der Darstellung von Blindheit. Mich hat überhaupt nicht interessiert, jetzt irgendwie herumtapsende Blinde, die ständig stolpern oder in Wände reinlaufen. Das fand ich sehr, sehr uninteressant. Mich hat viel mehr interessiert, was eigentlich den Blinden inwendig ausmacht. Also was ist das Innenerlebnis von einem Blinden? Vor allem von jemandem, der unmittelbar sofort jetzt blind geworden ist oder seit kurzem mehr blind. Dieses Stück ist eben ein Stück, ich meine jetzt diese Oper, handelt von diesem Begehren nach dem Guten, aber das Gute stellt sich nicht mehr ein. Die Uraufführung leitet der ungarische Dirigent Zsolt Hamer. Das Solistenensemble wird angeführt von Sandra Tratnik und Reinhard Meyer als Augenarztpaar. Die Stadt der Blinden von Anno Schreier ab 12. November 2011 am Opernhaus Zürich.